Gibt es einen Ort auf dieser Welt, an dem man nicht an Fußball erinnert wird? Ich glaube nicht. Und damit ganz herzlich willkommen zu Scudetto TV. Die Bilder gerade stammen von der letzten Woche von einem Konzert von Ian Delay. Der Musiker legte eine grandiose Performance auf die Bühne und dann irgendwann stimmte das Publikum übermutig den Stadiongröhle der letzten Jahre an. Was der Musiker dazu sagte, hören Sie selbst. Das Ding mit dem Song ist, ne? Der ist so fickend tot. Der ist so tot. Vor 2 Jahren war der geil. Vor 1 Jahr auch noch. Aber wer den jetzt noch singt und spielt, der liegt auch immer noch Killing Me Softly. Verstehe mich falsch, aber wir machen auch Killing Me Softly. Wir können es noch nicht mehr hören. Übrigens, Ian Delay ist auch Fußballfan von Werder Bremen. Doch warum der Hamburger ein Grün-Weißer wurde, ist schon eine etwas seltsame Geschichte. Ich fand früher deren Puma-Klamotten cool. Wer kennt ihn nicht, den Spaßvogel aus dem Ruhrgebiet? Thorsten Leger als hochgezogene Hose auf dem Mannschaftsfoto des FC Schalke 04 taucht bei jedem neuen Versuch eines Nachahmers auf. Doch auch seine Sprüche sind legendär. Deshalb hat sich die Zeitschrift Reviersport wohl auch gedacht, den ziehen wir uns für eine Kolumne an Land. Und so darf Thorsten unter dem Titel Legats Liga über den neuen Spitzenclub Hoffenheim ordentlich herziehen. Nach Cottbus sind 150 Fans mitgereist. Vielleicht sollte der gute Mäzen auch mal ein paar Zuschauer kaufen. Bei der E-Jugend in Wermelskirchen sind übrigens genauso viele Leute am Seitenrand. Offensives Mundwerk kann man da nur sagen. Doch Legat war noch nie einer von der schweigsamen Sorte, wie auch eine kleine Anekdote aus dem mehr als lesenswerten Buch von Jörg Heinisch Eintracht Intim beweist. Eine schlechte Leistung erklärte er mit dem plötzlichen Tod seines Vaters. Die Eintracht schickte daraufhin an sein Elternhaus einen Trauerstrauß, den der überraschte Vater selbst entgegennahm. Als ich vor ein paar Tagen diesen Artikel über den zum Training mit dem Fahrrad fahrenden HSV-Profi las, fiel mir wieder eine Geschichte ein, die ich mal über den legendären Ex-Trainer Rolf Schafstall entdeckt hatte. Der war nämlich zu seiner Uerdinger Zeit mal wieder ohne Führerschein gewesen und per Bahn die Strecke zum Trainingsgelände gefahren. Da ging es ihm zu Bochumer Zeiten in den führerscheinlosen Monaten doch deutlich besser. Er hat ja seinen Führerschein mal lange Zeit weggehabt. Und da habe ich ihn gefahren, musste ihn fahren, weil sonst kam er nicht von A nach B. Und ich kann nur sagen, dass es also in der Beziehung ganz normal war aber schon extrem, wenn er mal was getrunken hatte. Das muss man sagen. Dann wurde der, also wie gesagt, er war ja vielleicht so mal 1,65 groß, dann wurde er 2,30 groß. Jeden Tag aufs Neue landen sie in meinem virtuellen Briefkasten. Spam-Mails. Manche haben ganz schöne Titel. Andere sind von ihrer Intention her nur sehr, sehr schwer zu verstehen. Aber sowas originell Schönes wie dem Betreiber der Webseite fußballfieber.de ist mir noch nicht untergekommen. Wobei, wundervolles Wesen und Schalke-Spiel? Die folgende Szene beim Spiel VfL Bochum gegen VfL Wolfsburg kommentierten die Fußballmachos um mich herum alle nur mit einem "Wie niedlich!" Und gleich malen sie sich noch ein Hüpfkästchen auf den Rasen. Das Einsenden von Fundstücken scheint Spaß zu machen. Gut so. Und wer bisher behauptet hat, dass der Schalker an sich keinen Humor hat, der sieht sich angesichts dieses Bildes hier vor dem Pokalfinale 2005 gegen die Bayern in Berlin eines Besseren belehrt. Es wurde nämlich von einem wesentlich trinkfesteren königsblauen Vereinskollegen eingesandt. Auf meinen Blogseiten bin ich schon auf dieses etwas zwielichtige Motiv eines Magazins über den VfL Bochum näher eingegangen. Nicht wenige hatten bemängelt, dass diese Blondine doch ziemlich jung aussehe. Was mir selbst, aber nicht einem Scudetto TV-Zuschauer entgangen ist, ist folgender Satz aus dem Inhaltsverzeichnis: Vanessa steht auf Freier. Also, immer weiter her mit Zitaten, Zeitungsausschnitten, Bildern, Filmen. Kurz gesagt, allem Außergewöhnlichen aus 45 Jahren Fußball-Bundesliga und meinetwegen auch darüber hinaus. Und da sich das auch für Sie lohnen soll, gibt es diesmal etwas ganz Besonderes zu gewinnen. Und zwar, ich schaue in meine Hand, das 11 Freunde DVD-Paket. 11 Fußballfilme. Ich kann nur sagen, das lohnt sich sehr.
einfach ein paar schöne Sachen einschicken und die, die das Schönste haben, gewinnen genau das hier. Zu Christoph Daum kommen wir bei Scudetto TV in dieser Saison ganz bestimmt noch automatisch. Deshalb hier nur ganz kurz ein Zitat aus der Vanity Fair von der letzten Woche. Auf die Frage, wie ist Ihre gegenwärtige Geistesverfassung, antwortet Daum spirituell auf Wolke 7, ich empfinde eine aktive Gelöstheit. Tief in mir ruhend wünsche ich einen angenehmen dritten Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Dass dort auch nach über 45 Jahren immer noch mit relativ kleinen Bällen gespielt wird, hat so seinen Grund. Bis zur nächsten Woche und Glück auf.